Herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute habe ich wieder ein leckeres Pita-Rezept. Diesmal habe ich ein regionbezogenes Pita-Rezept für euch, kommt aus dem Schwarzen Meer und ist dort sehr bekannt. Kommen wir dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen 2 Packungen Trockenhefe. Ich gebe ein bisschen lauwarmes Wasser hinein, so ungefähr 50 ml Öl. Und ihr könnt auch einen Esslöffel Zucker hineingeben und lasse die Hefe erstmal 10 Minuten gehen. Ich habe jetzt 1 Kilo Mehl in meine Küchenmaschine hineingegeben und gebe die Hefemischung noch dazu und werde nach und nach Wasser hineingeben und den Teig vorbereiten. Und Salz natürlich nicht vergessen, 1 Esslöffel Salz noch. Ich mache das immer nach Gefühl, aber für 1 Kilo Mehl könnt ihr dann so ungefähr 700 ml lauwarmes Wasser nehmen. Der Teig muss dann richtig schön geknetet werden und muss auch schön geschmeidig werden. Ich habe den Teig jetzt in eine Schüssel hineingegeben, decke das mit Frischhaltefolie ab und lasse es so ungefähr eine Stunde gehen. Seht ihr, wie schön der Teig geworden ist? Ich liebe es, richtig Hefeteig vorzubereiten. Dann knete ich den Teig natürlich nochmal mit den Händen selber. Nur dann weiß ich, wie die Konsistenz geworden ist und bereite aus dem Teig Bällchen vor. Wie groß die werden, ist natürlich euch überlassen. Jetzt könnt ihr die Bällchen auf dem Blech rund ausrollen und dann werden die einen Rand bekommen. Ich zeige euch, wie das geht. Der Rand ist sehr wichtig, weil wir in der Mitte Käse und Ei geben. Morgen kommt wieder ein leckeres Pita-Rezept aus der Stadt Tokat. Ist auch richtig super, super lecker geworden. Verpasst das auf gar keinen Fall. So wird der Rand dann geformt. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr einen Rand bekommt. Nachdem meine Pita-Rezepte bei euch sehr gut angekommen sind, bin ich auf der Suche auf neue Pita-Rezepte und habe mich darauf spezialisiert, sage ich einfach mal. Ich habe so leckere Rezepte für euch, vieles aus verschiedenen Regionen der Türkei und vieles habe ich dann natürlich auch selber erfunden. Das sind dann auch meine Ideen. Ich hatte das einmal hier erwähnt, ein Abonnent hatte geschrieben, du bist ja Pide-Königin geworden. Ich bin's noch nicht, aber ich werd's werden. Habe ich mir vorgenommen. Jetzt gebe ich die im vorgeheizten Ofen auf höchste Stufe, bei mir sind das 240 Grad für 15 Minuten in den Ofen, nehme die raus und gebe in der Mitte Kaşarpeynir'i. Also wenn ihr findet, dann nehmt bitte Kaşarpeynir, bekommt ihr im türkischen Laden, sonst könnt ihr auch Gouda nehmen oder Gouda Mozzarella vermischt. Dann kommen die nochmal für 10 bis 15 Minuten in den Ofen, raus sind die. Jetzt kommt das Interessanteste, nämlich wir geben richtig viel Butter. Ich habe heute nicht so viel genommen wegen Ramadan, aber normalerweise wird auf jede Pide so ungefähr 100 Gramm Butter drauf gegeben und ein Ei. Dann werden sie nochmal für 5 Minuten in den Ofen gegeben und raus sind sie. Und das ist so ein Geschmack, das kann ich euch gar nicht erzählen. Das müsst ihr einfach gegessen haben. Und die Pitas werden natürlich mit der Hand gegessen. Das ist das Wichtigste. Nur dann schmecken sie, finde ich, richtig super, super lecker. Vorsicht heiß. Also ich habe das nicht nur zu Hause mit den Händen gegessen. Wenn ihr wirklich in Pita-Salon seid und bestellt dieses Pita, dann wird das auch mit der Hand gegessen. Es wird kein Besteck mitgegeben. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.